Bim-bom und willkommen zurück zum nächsten Let's Play von Broken Age. Wenn ihr das eben gerade nicht verstanden habt, liegt es daran, dass ich den Universal Translator noch nicht aktiviert hatte und ihr meine wirkliche Alien-Stimme gehört habt. Ich muss aber immer den Translator anschalten, deshalb ist das etwas seltsam gewesen gerade. Also, aktivieren wir mal den Boost-Modus und gehen in die andere Welt von dem lieben, netten Mann. Können wir überhaupt das machen? Schlafen wir? Sind wir in der ewigen Ruhe? Hallo? Oh, man kann gar nichts machen. Hallo? Hallo, kleiner Mann. Ist irgendwas? Warum liegst du hier? Oh nein! Wir können nichts tun. Na gut, okay, warte mal, hier war irgendwas? Nee. Okay, wir können nichts machen. Schade, ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn wir irgendwas machen könnten, aber natürlich nicht. Okay, das Rätsel. Wie können wir das Rätsel lösen? Es hat bestimmt irgendwas mit der Schlingeschlange zu tun, würde ich sagen. Dieses Kunstwerk benötigt kein Kristallelement. Aber das passt hier rein. Diese beiden Teile arbeiten nicht gut zusammen. Aber die könnte man da rein tun. Vielleicht, wenn ich denen da oben das zeige. Lass mich nochmal nach oben gehen. Und dann schauen wir doch nochmal. Ja, sie kommt. Wir wissen. So. Tschüss. Wir spüren uns später. Genau, wir spüren uns später. Und jetzt gebe ich euch mal dieses Kunstwerk. Jetzt habe ich hier ein Kunstwerk, das die Lösung zu eurem Rätsel ist. Hat es einen Kern? Oder ein Kind? Nicht wirklich. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück. Aber vielleicht das? Dieser Stuhl ist die Lösung zu eurem Rätsel. Wie das? Also, ich meine, ihr könntet darauf sitzen, während ihr über die richtige Antwort nachdenkt. Aber das stimmt wirklich. Dieses hübsche Fenster ist die Lösung zu eurem Rätsel? Fragst du mich das oder sagst du es mir? Ich sage es dir. Und frage gleichzeitig. Die Leiter ist die Lösung. Überleg mal. Eine Leiter kann abgenommen werden. Weiter? Und sie kann sich erheben und man entsteigt. Aber was ist mit dem Kern? Ignoriert den Teil einfach. Das Rätsel von Jörn kann man nicht ignorieren. Oh, das stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Vielleicht die Schuhe. Die Lösung zu eurem Rätsel ist Wolkenschuhe. Wir haben keinen blassen Schimmer, was das sein soll, aber nein. Ah. Okay, ich vermute, dass es, wie gesagt, irgendwas mit der Schlange. Irgendetwas mit der Schlange des Grauens. Wir werden es herausfinden, indem wir zu der Schlange gehen. Schlinge, Schlange, wubbidi-bumm. So, dupidu, die Strandmusik. Sie gefällt mir gut. Strandmusik ist wunderbar. La 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 la. Juhu! So, okay. Reden wir nochmal mit dem Typen hier. Dann lass ich dich mal weiter. Ja, okay. Tschüss und ciao. So, warte mal. Vielleicht können wir ihm das nochmal zeigen. Ich habe hier ein Kunstwerk, das dir den Magen umdrehen wird. Ist es aus Holz? Also eigentlich habe ich dieses Material noch nie zuvor gesehen. Dann bezweifle ich, dass es mir aber den Magen verdreht, wie bei den Gräueltaten von deinem Holzfällerfreund. Okay, wollen wir nochmal den Stuhl dem Typen zeigen? Man kann doch immer die Maserung des Holzes sehen. Ah, das ist so schön. Wow, das wird von Sekunde zu Sekunde dickflüssiger. Ich will das nochmal. Man kann doch immer die Maserung des Holzes sehen. Ach, das macht einfach Spaß. Ich habe eine Leiter in der Tasche. Ich wette, dass du davon mit Sicherheit kotzen musst. Ist sie aus Wolkenheim? Die verwenden nur natürlich abgefallene Zweige, die von ihren Vögeln eingesammelt wurden. Siehst du, man kann mit der Natur auch im Einklang leben, du unzivilisierter Mensch. Verflucht. Ich hörte dir aber auch diesen Stuhl einfach nochmal zeigen. Vielleicht das Fenster. Sieh mal, er macht doch schöne Dinge, die nicht aus Holz sind. Kristalle haben auch Gefühle. Oh, was für ein Typ. Was für ein Typ. Na gut, huch. So, jetzt aber rüber. Gut, so, was machen wir denn jetzt mit der Schlange? Das ist jetzt wirklich die Frage schlechthin. Probieren wir es vielleicht einfach nochmal aus und vielleicht können wir damit irgendwas anderes machen. Okay, diesmal bin ich mir sicher, dass ich den richtigen Weg genommen habe. Ah, nein! Hilfe! Ja, aber vielleicht könnten wir irgendwie... Ach, ja. Hier. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Vielleicht das? Ich kann
meine Hände nicht benutzen. Und vielleicht, was steht da? Im Falle eines Schlangenangriffs bitte in das Horn blasen. Gern geschehen, Curtis. Schnell, pust rein, pust rein. Okay, aber das gibt's doch gar nicht. Dass man hier nichts machen kann, oder wie? Die böse Trompete, da ist sie wieder, da ist sie wieder. Ich finde sie sehr böse. Ja, und warum rennst du nicht einfach die andere Richtung? Also nicht hier lang gehen. Ja, aber warum nicht? Mann, es ist doch... Was ist mit diesem Kunstwerk? Was hat das damit auf sich? Den Mädels? Hatte ich den Mädels das schon gezeigt? Er findet's doof. Hatte er gesagt, dass er das aus Muschelheim hatte oder aus Wolkenheim? Das wäre doch aus Muschelheim, oder? Diese beiden Teile arbeiten nicht zusammen. Ach Mann, zusammen. Ich bin zu vergesslich. Verdammt, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen. Weil ich es den Frauen noch nicht gezeigt habe. Oder hatte ich den Frauen noch nicht? Ach, okay, gehen wir ganz, ganz schnell nochmal zurück. Zeige es dem Bürgermeister und dem Bürgermeister. La 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 la. Der Strand ist schön, dubidu. Nein, nicht mit ihm reden. Genau, wir zeigen ihm jetzt dieses Kunstwerk. Wissen Sie, was das sein soll? Bitte, wenn es nicht Mok Chotra ist, will ich nicht gestört werden. Oh, toll. Helf mir doch mal jemand hier. Möchten Sie ein paar schöne Kristalle sehen? Bitte, Kind. Ich will nur ein paar Maiden abladen und zurück nach Hause in meine Sandburg. Okay, verdammt. Was machen wir jetzt? Den Zweien hatte ich das doch schon gezeigt, oder? Wie steht's, Maiden? Nein. Bis später, Maiden. Ja, bis später. Tschüss. Was hatte ich denn das nicht gezeigt? Bin ich so vergesslich? Wir sind Kunst. Stimmt, das hatte ich denen schon gezeigt. Wollt ihr etwas Hübsches sehen? Ah ja, genau. Ah, das war ja das. Okay, jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich wirklich mit meinen Rätselkünsten, welche... nicht so Rätselkünste... Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst es doch ganz genau. Okay, das ist jetzt wirklich schwierig. Vielleicht habe ich auch irgendwo was Wichtiges übersehen. Hallo. Vielleicht geben wir ihm einfach nochmal das Glas. Hey, der Sonnenteil ist rausgefallen, als ich vorbeigegangen bin. Mann, schätze, der schwere Kristall, den ich für die Sonne verwendet habe, braucht einen robusteren Bleirahmen. Bring es einfach zurück nach oben und ich repariere es später. Nein, das behalten wir. Hey, kannst du mir was aus dem Holz von der Leiter hier bauen? Nein. Wir benutzen in Wolkenheim zur Leichtigkeit hohle Zweige. Zum Schnitzen völlig ungeeignet. Aber ich mag, dass es nicht spricht. Verdammt. Vielleicht will er die Schuhe haben. Würde ein paar weiche, gefiederte Schuhe helfen? Bei meinem Glück fangen die bestimmt gleich an zu schreien. Ja, ja, die fangen nicht an zu schreien. Den Stuhl vielleicht wieder zurückgeben? Du willst diesen Stuhl wirklich nicht? Nein, er könnte jeden Moment anfangen zu sprechen. Ja, das tut er aber nicht. Hey, hier ist etwas Holz. Das Holz erfüllt an dieser Stelle eine lebenswichtige Sicherheitsfunktion. Was könnte... Warte mal, vielleicht können wir ja mit dem Typen oben in Wolkenheim reden. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man irgendwie so ein Sprechsymbol hat und dann so, hey, da oben mit ihm sprechen kann. Nee, ne. Kann man nicht. Schade. Das wäre jetzt aber auch zu schön gewesen. Nee, aber was soll denn hier oben sein? Wir haben eben gerade alles schon durchgeguckt. Hier ist nichts. Okay, warte mal, ich bin hier wirklich gerade... Das ist das zweite Loch, das sich der Hütte verpasst. Ich werde es zurückstellen, sobald ich damit fertig bin. Diese beiden Teile arbeiten nicht. Das will ich bestimmt nicht vors Fenster hängen. Tja. Ich liebe es, wenn ich planlos bin. Oder? Ihr liebt es doch bestimmt auch. Wenn ich mal wieder gar nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn ich mit den Grübelnerven, die Grübelzellen sind... Bin nicht mehr aktiv, sozusagen. Und das ist doof. So. Verdammt. Okay, Briefkasten. Briefkasten. Gucken wir einfach nochmal einen Briefkasten. Vielleicht hat sich ja hier was geändert. Das wäre so perfekt. Stundenlang sucht man nach Dingen. Dieser Typ hat eine ganze Weile schon keine Post mehr bekommen. Ja, okay. Vielleicht können wir irgendwas reinstecken, das Kunstwerk. Nein, ich will heute nichts verschicken. Achso, okay. Sie will heute nichts verschicken. Nun gut. Warte mal, vielleicht können wir... Okay, sie kommt nicht mit ihren Armen... Irgendwas ist hier mit der Schlange. Vielleicht, warte mal, gehen wir mal ganz vorsichtig rangehen, genau so.
Okay, vielleicht mit der Leiter? Vielleicht kommen wir mit der Leiter ran? Das ist kein guter Platz, um eine Leiter hinzuhängen. Ja, aber wir könnten vielleicht irgendwie... So verwendet man keinen Stuhl. Oh. Lieber nicht. Nee, das benötigt keine neue Sonne. Niemals. Die passen mir perfekt. Die behalte ich. Was kann man machen? Warte mal, vielleicht gibt es irgendwie so ein Quicktime-Sachen. Okay, diesmal bin ich mir sicher, dass ich den richtigen Weg genommen habe. Nein, mach doch irgendwas nach. Oh, das ja, ist doch... Da ist ja eine Schlange hier drüben. Ja, da ist eine Schlange. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Wenn wir einfach weggehen, in die andere Seite? Ich habe nicht vergessen, nicht hier lang zu gehen. Oh, jetzt puste doch schon. Okay, also nicht hier lang gehen. Kapiert. Okay, dann ich... Ah, das ist furchtbar, wenn man planlos ist. Okay, das Loch hier hinten an dem Brunnen kann man nichts machen. Hm, was kann man nur machen? Mit dem Baum kann man auch nichts mehr machen. Ich habe dieses Glasding. Für was könnte dieses Glasding sein? Den Stuhl haben wir dafür benutzt. Dieses, was könnte das sein? Die Frauen oben wollen das auch nicht haben. Für die ist das nur so eine Eintrittssache halt. Das Rätsel, wie können wir das lösen? Hier gibt es noch Angeln. Was könnte man mit den Angeln machen? Die Haken sind kaputt. Nee, das benötigt keine neue Sonne. Besonders zwei nutzlose Dinge ergeben nicht... Das ist kein guter Platz, um eine Leiter hinzuhängen. Ja, hätte ja sein können, aus irgendeinem anderen Grund. Huch. Mann, Carl hätte das Angeln geliebt. Vielleicht... Bevor ich weiß, was es ist, tauche ich es besser nicht in... Das ist bestimmt ein Schlüssel. Wette ich. Ich wette, dass das ein Schlüssel ist, aber... Wir kriegen keine Hilfe von niemandem. Von den zwei nicht, von dem Typen nicht. Da hinten, hier ist ein Hotspot, sag ich mal in Anführungsstrichen. Was soll man denn jetzt machen? Was soll man tun? Was soll man tun? Hm. Tja, das... Ah, wie ich sowas liebe. Wie ich sowas liebe. Wieso fällt mir nichts ein? Mein Kopf ist gerade total leer. Nein, er ist leer. Und das ist schlecht. Psst, da kommt sie wieder. Wer? Man kann das ganze Maidenmalgebiet von hier oben sehen. Oh. Warte mal. Man kann das ganze Maidenmalgebiet von hier oben sehen. Hier kommt sie wieder. Diese Pyramide hat eine ziemlich ungewöhnliche Spitze. Hey, du siehst ja auch nicht besser aus. Hast du schon mal daran gedacht, mit dem Top ein Korsett zu tragen? Diese Pyramide hat eine ziemlich ungewöhnliche Spitze. Wieso kommentieren die das? Hast du schon mal daran gedacht, mit dem Top ein Korsett zu tragen? So. Tschüss. Sag mal, das... Ich habe hier ein Kunstwerk, das die Lösung zu eurem Rätsel ist. Nein, das ist es nicht. Halt! Oh. Der blinde Gott sieht niemanden. Ich würde aber gerne rein, verdammt nochmal. Tschüss. Ich gehe jetzt da nochmal rein. Ich gehe jetzt noch, ja, ich gehe da jetzt nochmal rein. Also das lasse ich mir von euch nicht bieten. Der blinde Gott sieht niemanden. Tschüss. Okay, bevor ich jetzt hier ewig weiterrätsel und ihr mir beim gedankenlosen Weiterrätseln zuschaut, würde ich sagen, dass wir hier jetzt aufhören. Ich überlege einfach nochmal ein bisschen, rätsel ein bisschen rum für mich selbst. Überlege einfach mal ein bisschen. Außer ihr sagt, juhu, ich will ihm jetzt zugucken, wie er 400 Mal durch Wolkenheim läuft. Das ist so schön und spannend. Oh ja. Werde ich jetzt hier einige Runden unternehmen und mal gucken, wie es weitergeht. Weil ich glaube, dass ich jetzt nicht drauf komme. Ich glaube, ich bin in so einer Sackgasse. Was ist mit der Maus gerade los? Nein, Maus, bleib stehen. Hilfe, geh wieder auf die Mitte. Sogar die Maus ist schon aufgeregt. Eigentlich tut sie immer genau das, was ich will, aber in diesem Fall ist auch sie etwas aufgeregt. Maus, Maus. Okay, sie ist wieder in der Mitte, sie ist auf dem Sand. Die Welt ist in Ordnung und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Episode. Dann hat sich die Maus auch wieder beruhigt. Von daher, tschüss.